So, liebe Fitnessfreunde, in diesem Video zeige ich euch mal wieder eine neue Beinübung. Eine sehr einfache Beinübung, die ihr sicherlich kennt, das Wandsitzen. Ja? Könnt ihr zu Hause ganz einfach machen. Ihr setzt euch an die Wand, das ist eine ähnliche Übung, also es ist verwandt mit der Kniebeuge. Gibt es ein paar Sachen, worauf ihr achten solltet, und ich zeige euch das einfach mal. So sieht das Ganze dann aus. Ja? Ihr müsst euch hier euren imaginären Stuhl vorstellen. Was hier ganz wichtig ist, dass ihr einen rechten Winkel oder 90 Grad Winkel im Knie habt. Und nicht darunter seid, sonst ist es recht schlecht für eure Gelenke und für die Knorpel. Das könnt ihr euch auch für die Kniebeuge im Fitnessstudio merken. Niemals mit den Kniespitzen über die Fußspitzen hinaus. Ja? Also der Winkel darf niemals kleiner sein als 90 Grad. Die einfachste Variante ist einfach, indem ihr eure Hände hier auf die Oberschenkel ablegt und das erstmal eine gute Minute aushaltet. Ja? Zweite Variante, wenn es ein bisschen schwieriger sein soll, einfach die Arme hängen lassen und im Gesäß weiter runtergehen und dann schön die Spannung halten. Versucht es auch mal 60 Sekunden. Es geht dann schön in die Oberschenkel. Wenn euch das immer noch nicht anstrengend genug ist, dann braucht ihr ein bisschen Unterstützung. Ich zeige euch mal, wie ihr es macht. Ihr nehmt euch einfach ein kleines Gewicht dazu. Vielleicht ein Ordner oder irgendwas ähnliches. Achtet wieder auf die 90 Grad Winkel im Kniegelenk und etwas mit dem Gesäß runtergehen und schön die Spannung halten. Macht das ungefähr 3 Durchgänge davon, ungefähr 60 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann merkt ihr schon schön in den Oberschenkeln, im Gesäß, und ihr habt hier die perfekte Beinübung für zu Hause.